Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharma-Drama. Kann nur an. Jo. So, weiter geht's. Hier das mächtige Strohpressen. Da überall so Scheiße liegen. Echt nicht wahr. Okay. Dann schick mir mal eine Flüsternachricht mit deinem Twitch-Kanal. Können wir natürlich zurückfolgen. Hier ist eine Presserei wie ein Arsch. Das ist ja schlimmer wie. Aber wie gesagt, das wäre ein Wunder gewesen, wenn irgendeiner für mich was macht und es wird ganz einfach so wie es bei jedem anderen auch geht. Ja, hallo? Ja, hallo, Herr Müller. Ja, wunderhübsch. Die dolle metrische Fahrerin ist hier und dran. Ähnlich. Ich kann ja nichts für. Na, gar nichts. Klar, natürlich. Das war dieser böse Gruber. Es war Grubergeist, den keiner sieht. Genau, mittlerweile wissen sie es ja. Ja, jeder, genau. Jeder. Der Pfarrer wollte noch mir einen erzählen, dass es nicht so gewesen wäre. Es wären irgendwelche Figuren gewesen oder sonst ein Quark. Aber Herr Grober, ich bin ja nicht so. Soll ich Ihnen helfen beim Schwadern? Nein, ich bin jetzt selber am Pressen. Außerdem ist das so ein bisschen. Ja. Wird das überhaupt noch was, wenn es so regnet? Das ist mir egal, ich verkaufe das eh. Das soll der Viehhändler sich damit rumplanen. Mir doch egal. Die als eine Käse. Soll ich Ihnen helfen mit einem größeren Gerät? Ich kann das noch ein bisschen mehr zusammenschwadern, dann haben Sie weniger Arbeit. Von mir aus, wenn Sie nichts anderes zu tun haben. Ihr Bruder läuft ja auch schon wieder hier, Spalier. Mensch Müller. Ja, toll. Schön, ne? Schön, dich zu sehen. Hast du einen im Kahn oder was? Mensch Müller. Was können wir auch sonst machen bei dem Wetter hier, ne? Ja. Wo sollen wir dir helfen? Ihre Schwester hat schon Bescheid gegeben, ja. Sie ist schon unterwegs, glaube ich. Ja, die kommt gleich vorbei, die schwadet das dann, ne? Die ist schon unterwegs, steht schon da vorne. Oh ja. Wunderhübsch. Aber Fahrer, wenn die... Was macht die hier? Die schwadet das, die zetert das. Ist die bescheuert? Was macht die denn da? Schöne breite Schwade, schön. Das soll ja. Alter, seid ihr bekloppt oder was? Was denn? Die soll das ja nicht. Das soll geschwadert werden, nicht gezetert. Herr Müller! Ja, toll, ganz toll. Was sind Ihre Maschinenkenntnisse? Ich habe das falsche Gerät angehängt. Ja, das ist aber wirklich mit Blindheit nicht mehr zu übersehen, du das Lieber. Tut mir aber leid. Jetzt. So aber dumm, ne? Schrott, also ehrlich, unglaublich. Entschuldigung! Ja, es hätte mich auch gewundert. Es läuft super heute, ja genau. Wunderbar läuft's. So ein Schwachsinn. Ich glaube, wir gehen lieber schlafen. Ich glaube auch. Aber am besten nicht zusammen, sonst kommt wieder irgendwas. Sonst kommt wieder irgendwas bei rum. Warum? Unsere Tochter ist doch wunderbar geworden. Was willst du denn? Ja, ja. Ein Alkoholiker ist das geworden. Die ist ja nur noch stramm. Man, die ist zwar nie zu Hause, jetzt siehst du, die spart Geld. Ja, die säuft ihn noch, ja, das stimmt. Keine Ahnung, woher weißt du das? Ja, weil ich habe auch Augen und Ohren. Ich habe auch Augen und Ohren. Echt? Stammkunde überall, in jeder Kneipe. Warum renne ich eigentlich mit diesem blöden Walkie-Talkie über den Acker? Das frage ich mich immer auch. Immer nach Hause, Thorsten. Ich. Nur um mich mit dem Müller zu unterhalten, lasse ich mich hier voll regnen. Nee. Ja, genau. Das zeigt doch schon alles, das sagt doch alles. Gute Gespräche gibt's nur bei Müller. So schaut's aus. Ist ja noch schlimmer jetzt, ich werde verrückt hier.
Also es wäre ja wirklich zu doll gewesen, wenn das hier nicht so gewesen wäre. Wenn dir ein Müller pudelnackt im Regen an die Nudel packt, wenn dir also Schlechtes widerfährt, das ist schon ein Asbach-Uralt. Genau. Oder Messwein, ne? Und außerdem heißt es, wenn ein Gutes widerfährt, ne? Ja, das ist hier nicht meine Reihe, das ist ja gar nichts. Drüben fahre ich schon meinen halben Raps kaputt. Und hier kriege ich nur einen Bruchteil vom Stroh eingesammelt, ehrlich, das ist doch scheiße. Dann hat die Wandlinge aufgehört hier. Ja. Leider. Es ist ja lang gut gegangen, ne? Das ist ja immer so ein Phänomen. Wenn es lange gut geht, dann wird es am Ende wieder Zeit, dass irgendwas das passiert hier, ne? Und jetzt, wo ich das Geld unbedingt bräuchte, wenn ich schon 70.000 für die Reparatur bezahlen soll, ich wollte mir mal einen größeren Anhänger kaufen, irgendwann mal noch einen neuen Traktor kaufen. So brenne ich hier jedem Strohhalm nach, ey. Das ist echt ein Witz. Ja, genau. Im Domina-Laden, ne? Was tun wir denn hier? Leute durcheinander, weiß ich gar nicht, wo ich auf der Schwarte lassen muss. Strohbahn gibt es genug, ne? Das wollen wir dann sehen, was wir vom Händler kriegen, wenn wir das Scheiß hier abladen. Ja, das glaube ich. Ich ahnte wieder nichts Gutes mit meinem Deutsch. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Jetzt gesagt hätte, sie hätten den abgeben müssen und irgendein ganz Fremder wird den, dann hätte ich gesagt, okay, das wird was. Aber wenn er dabei war,
Und er kennt den auch nicht gut. Irgendwie zwei gedacht haben, oh, den Müller, den können wir noch ein bisschen vor, dass er fast stehen. 50-50, jeder 35.000 und dann haben wir ein gutes Geschäft gemacht. Nee, nee, nee. Was macht dein Daddy und dein Mutti? Alles klar noch? Mari. Die kann schon auf dem Innen. Sollt die Klasse auch anschalten, wenn man hier rumeiert. Mein Gott. Das weiß ich, ja. Das weiß ich. Das weiß ich, ja, ja. Wir waren mal mit dem Dreieck hier. Ist auch schon ein Zeitchen her. Genau, passt. Und deine Tochter? War doch Tochter, ne? Ja. Irgendwann habe ich mein Feld auch geackert. Wieder ein Stück rein. So. Wunderbar. Kannst du mal schöne Grüße bestellen, wenn du siehst. Auch deine Schwester und so, ne? Das ist die andere Wiese auch. Ja, jetzt am Feld. Schick Kram los. Ich hab genug Strom. Immer im Lager. Ist die Nusche wieder? Ist die Presse nicht zugegangen? Ja, ja, genau. War der Mutter nicht auch bei euch da? Oder wohnt die nicht bei euch? Ups.
die Spiegel hier noch schöner wären, dann könnte man schön rückwärts fahren damit, ne? Aber gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, dann kommt Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung und bis dann haut rein. Tschüss!